Hey Lokabis, heute gibt's leckere Zucchini-Kroketten. Dafür die Zucchini raspeln, salzen, 5 Minuten ruhen lassen und gut ausdrücken. Dann mit gemahlenen Mandeln, Zwiebeln, Käse, Gewürzen und einem Ei vermengen. Und anschließend mit nassen Händen die Kroketten formen. Bei mir hat das ca. 9 Stück ergeben und ich habe die dann für 20 Minuten bei 200 Grad im Airfryer gegart. Fertig sind die Zucchini-Kroketten, super lecker. Probiert's auf jeden Fall aus und folgt mir für weitere Rezepte. Bis bald!